Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonfliktgesetz, Drucksache 19/4135 zu 19/3712. Hierzu auch den Änderungsantrag der Fraktion der CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 19/4273, sowie den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, 19/4279. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hören wir den Berichterstatter, den Abgeordneten May. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt im Plenum mit den Stimmen von CDU und Bündnis 90 die Grünen gegen die Stimmen von SPD, Linken und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Herr May. Ich eröffne die Debatte, und als Erste hat sich Frau Ravensburg für die CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute über das Ausführungsgesetz zum Schwangerschaftskonfliktgesetz in zweiter Lesung. Ich will noch einmal darauf hinweisen, worum es eigentlich in diesem Gesetzentwurf geht, um dann zur Bewertung der Anhörung zu kommen und auch unseren Änderungsantrag zu begründen. Mit dem vorliegenden Entwurf stellt die Landesregierung weiter in Hessen ein plurales Angebot von Beratungsstellen in der Schwangerschaftskonfliktberatung sicher. Neben kirchlichen und freien Trägern beteiligen sich auch die kommunalen Träger und die niedergelassenen Ärzte am flächendeckenden Beratungsangebot in Hessen. Wir wollen, und das ist wichtig, die Versorgungssicherheit für ganz Hessen weiterhin gewährleisten. Im Gesetzentwurf neu hinzugekommen ist die Kostenpauschale für die Beratungsleistung bei der vertraulichen Geburt. Das ist mir ganz wichtig. Wir halten nämlich bei der vertraulichen Geburt eine vollumfängliche Beratung für unbedingt notwendig. Und deshalb ist es auch angemessen, dass die Beratungsleistung der Beratungsstellen mit einer Pauschale von 600 € honoriert werden. Diskutiert wurde in der Anhörung die Einbeziehung der Ärzte in der Konfliktberatung. Ich will deshalb noch einmal hier betonen, dass der Bundesgesetzgeber ausdrücklich die Ärzte als wichtiges Beratungsangebot für ratsuchende Frauen vorgesehen hat. Weiterhin stelle ich fest, dass die Hessische Landesregierung bewusst sich nicht an der Obergrenze von 20% orientiert, das würde nämlich 30 zugelassenen Ärzten entsprechen, sondern Hessen bleibt mit 26 Ärzten deutlich darunter. Zudem wurde von den Anzuhörenden die Höhe der Pauschalen für die Beratungsstellen diskutiert. Ja, hier wird unser Gesetz nicht allen Forderungen der Träger gerecht. Ein Mehr an finanzieller Ausstattung wird gefordert. Aber ich bin davon überzeugt, dass zwischen den Forderungen der Träger und den haushaltstechnischen Beschränkungen in Hessen ein guter Weg des gesunden und vernünftigen Kompromisses gegangen wird. Denn trotzdem ist Hessen nach wie vor im Vergleich der Bundesländer an der Spitze zu finden. Als Neuerung im Gesetzentwurf wird die Umstellung der Auswahlperiode für die Beratungsstellen von 1 auf 3 Jahren vorgesehen. Dies wurde auch in der Anhörung von den Trägern einhellig begrüßt. Schließlich wird hierdurch die Planungssicherheit der Träger verbessert. Und, was mir auch wichtig ist, die Stellen der Beraterinnen und Berater werden für 3 Jahre gesichert. Gleichzeitig wird die Höhe der Zahlung selbst aber nicht auf diese 3 Jahre festgefroren, sondern kann jährlich weiter an die Tarifsteigerung angepasst werden. Dabei orientiert sich die jährliche finanzielle Förderung an den Tarifen des TVHs, also an dem öffentlichen Dienst. Meine Damen und Herren, heute bringen wir noch einen Änderungsantrag ein, der aus einer Stellungnahme des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in der Anhörung resultiert.
Ich fand den Einlass sehr richtig. Die seitens des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes geäußerte Bitte nämlich, den Förderzeitraum mit dem Auswahlverfahren, also der Genehmigungszeit der Beratungsstellen, zu synchronisieren. Diesem Anliegen tragen wir mit unserem Änderungsantrag Rechnung. Damit ist ein gesonderter jährlicher Antrag auf finanzielle Förderung so nicht mehr erforderlich. Das, finde ich, ist ein wichtiger Beitrag zur Entbürokratisierung, der besonders den Trägern die Arbeit erleichtern wird. Das Antragsverfahren auf Auswahl der Beratungsstellen und die Förderung des Personals in den Stellen wird damit angepasst. Das, meine Damen und Herren, ist die technische Seite der Schwangerschaftskonfliktberatung. Aber es gibt natürlich auch eine menschliche Seite, und die möchte ich in dieser Rede hier nicht außer Acht lassen. Tagtäglich sind die Frauen und Männer in schwierigen Problemlagen mit schweren Konfliktfragen konfrontiert. Und die Beratungsstellen geben ihnen Halt und Sicherheit, und sie stützen die Frauen und Männer, die zur Beratung kommen, bei der Schwangerschaft, aber auch bei anderen Fragen, die rund um die Schwangerschaft entstehen. Sie stützen sie bei ihren schwierigen Entscheidungen. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ganz herzliche Dankeschön sagen, also bei allen Beraterinnen und Beratern für ihre schwierige Aufgabe, die aber umso wichtiger ist und deshalb von uns gefördert werden sollte. Und dabei bin ich mir auch bewusst, dass die Beratungsstellen gegenwärtig mit hohen Herausforderungen konfrontiert sind, die durch die neu in unser Land gekommenen, gerade Flüchtlingsfrauen, verbunden sind. Diese können oft nur unter Einbeziehung von Dolmetschern beraten werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist. Auch hier sage ich herzlichen Dank für die Beratungsarbeit sowohl in den Beratungsstellen als auch in den hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen, ob in Gießen oder in Darmstadt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir schaffen mit dem Ausführungsgesetz ein Gesetz, das die Beratungsvielfalt und die Versorgungssicherheit auch in Zukunft sicherstellt, das den Beratungsstellen mehr Planungssicherheit bei weniger Bürokratie geben wird. Und deshalb bitten wir um Zustimmung für unseren Änderungsantrag und den dann geänderten Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ravensburg. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Gnadl zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dem Dank an diejenigen, die in den Beratungsstellen die Frauen, die in einer solchen Konfliktsituation sind, beraten und eben diesen Auftrag für das Land Hessen, also für die Bundesländer, erfüllen, die Beratung hier für die schwangeren Frauen sicherzustellen. Diesen Dank können wir uns auch von Seiten der SPD-Fraktion anschließen. Schwangere Frauen sind aus unterschiedlichen Gründen auf eine Schwangerschaftskonfliktberatung angewiesen. Ich möchte das Ganze gerne an einem Beispiel verdeutlichen, wie vielfältig eben auch der Beratungsbedarf ist. Ein Beispiel ist Annika. Sie ist 33 Jahre alt und lebt in der Nähe einer süddeutschen Großstadt. Sie hat zwei Kinder, 10 Jahre und 8 Jahre. Ihre Tochter ist körperlich mehrfach behindert. Und mit ihr geht sie einmal in der Woche zur Ergotherapie, was schwierig ist, weil die Distanz dorthin zur Praxis groß ist. Zweimal im Jahr verbringt die Mutter mit ihrer Tochter in einer stationären Einrichtung Zeit, um ihr eben eine besondere
gute Körpertherapie zu ermöglichen. Der Kindesvater, von dem ist Annika P. schon seit 7 Jahren getrennt, und sie erhält weder Unterhaltszahlungen noch ist er bei der Kinderbetreuung da. Den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistung beim Jugendamt, ihr letzter, wurde abgelehnt, weil sie diese schon 72 Monate lang bezogen hat. Das zeigt vielleicht auch, wie schwierig die finanzielle Situation für die Frau ist, die jetzt mit ihren Kindern auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist. Das Familienbudget ist äußerst knapp, und unvorhersehbare Ausgaben sind sehr schwierig zu bewältigen. Meine Damen und Herren, eine Frau, die sich in einer solchen Situation ungewollt schwanger wird, befindet sich in einem absoluten Interessenskonflikt. Uns allen muss klar sein, wie wichtig gerade jetzt eine umfassende und nicht nur auf medizinische Fragen beschränkte Beratung ist. Hier braucht es erfahrene, kompetente, fachkundige und auch einfühlsame Hilfe. Wenn sich eine Frau wie Annika P. dazu entscheidet, ihre Schwangerschaft abbrechen zu wollen, ist eine vorherige Beratung nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern allein schon aus gesundem Menschenverstand ist erkennbar, dass dies auch unabdingbar notwendig ist. Meine Damen und Herren, unsere Aufgabe als Landespolitik ist es eben, gerade diese Beratungs- und Hilfestellung flächendeckend in ganz Hessen sicherzustellen. Das machen wir mit Hilfe der freien Träger, denen wir diese Beratung anvertrauen, die aber auch in die Lage versetzt werden müssen, finanziell eine verlässliche, kompetente Hilfsangebote bereitzustellen. Und umso tragischer ist es, dass sich der Gesetzentwurf der Landesregierung eben nur darauf beschränkt, das Allernötigste bereitzustellen, anstatt auch das, und darauf haben die Anzuhörenden hingewiesen, auf das, was eben noch benötigt wird, um eben eine solche gute Beratungsinfrastruktur sicherzustellen. Die Anhörung hat gezeigt, dass es einige Probleme gibt, mit denen wir in Hessen bei der Schwangerschaftskonfliktberatung konfrontiert sind. Die Beratungsträger haben oft Probleme, eben auch Frauen einen zeitnahen Beratungstermin anzubieten. Und das ist aus unserer Sicht eine nicht hinnehmbare Situation angesichts der Lage, in der sich die Frauen befinden. Ich habe eben ein Beispiel zu Beginn meiner Rede erwähnt. Und daran wird deutlich, wie schwierig das ist, wenn eben Frauen auf eine Warteliste kommen bei Beratungsstellen. Denn oft wird eine Schwangerschaft erst sehr spät entdeckt. Die Zeit ist knapp für eine Beratung, und es bleibt nur wenig Zeit zum Nachdenken. Und deswegen ist das aus unserer Sicht nicht hinnehmbar. Deswegen haben wir einen Änderungsantrag in den Landtag eingebracht, mit dem wir diesen Beratungsengpässen diese entschärfen können. Aus unserer Sicht gibt es zwei Gründe für diese Engpässe. Erstens die Anrechnung von den ärztlichen Beratungsleistungen, die aus unserer Sicht zu hoch angesetzt ist, und zweitens insgesamt die Unterfinanzierung der Beratungsstellen, die aus unserer Sicht und aus Sicht eben auch der Anzuhörenden nicht ausreichend ist. Ich will zum ersten Punkt kommen, die Anrechnung der ärztlichen Beratung. Die wollen wir auf 10% reduzieren. Im Moment bleibt das unverändert in Ihrem Gesetzentwurf. Mit 20% werden die bei dem abzudeckenden Beratungsbedarf eingerechnet. So wichtig auch die medizinischen Beratungsangebote sind, bei Schwangeren in einer Konfliktsituation geht es aber oftmals um mehr, eben auch die psychosoziale Beratung, die eben nicht in einer Arztpraxis geleistet werden kann. Denken Sie nur an das Beispiel. Deswegen haben die Anzuhörenden uns auch geschildert, wie eben die in den Beratungsstellen immer wieder damit konfrontiert sind, dass Frauen, die zuerst bei einem Arzt oder Ärztin sich beraten lassen haben, anschließend noch in eine Beratungsstelle gehen, weil ihnen eben die medizinische Beratung nicht ausgereicht hat und sie eine umfassendere Beratung benötigen, sie dann aber nicht schnell genug zu einem Termin kommen. Das führt insbesondere zu Engpässen im Ballungsraum und im südhessischen Bereich. Darauf hat
haben Anzuhörende hingewiesen, z.B. von der Diakonie, Frau Dr. Jatho und andere. Hier wollen wir Abhilfe schaffen, indem wir eben diese 20% Anrechnung auf 10% reduzieren. Der zweite Punkt, um den es ums geht, ist die Unterfinanzierung der Beratungsstellen. Hier wollen wir die Förderung insgesamt anheben, weil die momentane Situation dazu führt, dass die Finanzierung zu Teilen eben bei den Trägern abgeladen wird. Das Land vertraut hier darauf, dass die Träger eben die Lücke, die es gibt, bei ihnen mit eigenen Mitteln füllen. Und das ist aus unserer Sicht ebenfalls nicht haltbar. Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf. Daher wollen wir mit unserem Änderungsantrag die Förderpauschale für die Beratungskraft von 80% auf 90% aufstocken. Das ist im Übrigen auch eine Forderung, die ist nicht ganz neu. Die hatten wir auch schon in diesem Haus ursprünglich auch mal mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne als SPD zusammen gestellt. Frau Gnadl, kommen Sie bitte zum Schluss. Diesen Änderungsantrag gab es eben schon, und ich bin sehr gespannt, wie die Regierungskoalition jetzt mit diesem Anliegen, das schon damals richtig war und nicht umgesetzt wurde, wie sie jetzt damit umgeht und wie vor allen Dingen auch die Fraktion der GRÜNEN damit umgeht. Deswegen beantragen wir die dritte Lesung. Danke, Frau Gnadl. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Schwangerschaftskonfliktberatungsgesetz. Worum geht es? Es geht um Schicksale, es geht um Herausforderungen. Es geht um Belastung, es geht um Hilfe, und es geht vor allem um die Beratung hin zu einer Schwangerschaft, sodass die Schwangerschaft dann doch vielleicht, wenn man die Idee hatte, sie abzubrechen, vielleicht dann doch einem deutlich gemacht wird, dass man das Kind bekommen kann, dass es Unterstützung gibt, dass eben hier ein Leben seinen Weg in unsere Welt finden kann. Es ist ein sehr sensibles Thema, es ist ein Thema, das einem ans Herz geht, und das ist ein Thema, das von großer Bedeutung ist. Es ist ein Beratungsnetzwerk in Hessen vorhanden, das qualifiziert umgesetzt wird. Es ist eigentlich schon selbstverständlich, dass diese Menschen, die dort tätig sind, dass die diese Arbeit tun, und wir haben uns daran gewöhnt. Dass das immer wieder für jeden eine herausfordernde Tätigkeit ist, die einen auch oft an Grenzen bringt und die auch einen immer wieder fordert, ist etwas, was ich glaube schon hier noch einmal gesagt werden soll, was unseren Dank verdient und was auch unsere Unterstützung verdient. Und wie alles in unserem wunderbaren System, Staatssystem, unserer Gesellschaft, aber auch der Bürokratie, die unsere Gesellschaft begleitet, ist die Tätigkeit nicht einfacher geworden. Sie ist aufwendiger geworden, sie ist verwaltungslastiger geworden, und natürlich, sie ist auch vielfältiger geworden. Neue Herausforderungen, die dort in den Beratungsstellen abgearbeitet werden müssen, aber die man dort auch klar vernetzt auch abarbeiten will. Dieses Netzwerk hat sich bewährt, und darum, glaube ich, werden wir auch versuchen, deutlich zu machen, dass uns daran gelegen ist, dass dieses Netzwerk auch weiter so gut arbeiten kann. Jetzt geht es natürlich meistens um Geld, wenn wir hier solche Gesetze diskutieren. Und man muss einfach feststellen, dass die hessischen Beratungsstellen im Vergleich der Bundesländer nicht so schlecht aufgestellt sind. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Und natürlich haben auch wir die, haben wir natürlich auch die Anhörung ausgewertet. Und es ist natürlich auch nicht überraschend, welche Verbesserungsvorschläge gekommen sind, weil wir kennen die Debatte ja schon sehr intensiv und sehr lange. Einer der Angriffspunkte der Träger ist natürlich die Beratung durch Ärztinnen und Ärzte. Das ist ein Thema. Ich muss klar sagen, wir stehen dazu. Ich stehe dazu, dass auch die Beratung durch Ärztinnen und Ärzte durchgeführt wird. Und es ist auch zu erwarten, dass diese Arbeit qualifiziert und auch ordentlich gemacht wird. Wir haben das ja kurz im
Ausschuss angesprochen. Es gab keinen Hinweis von keiner Stelle, die behauptet hätte, die Ärztinnen und Ärzte könnten diese Beratung nicht genauso gut und genauso erfolgreich darstellen. Von daher ist es eine Frage der Abdeckung, der Finanzierung. Aber ich glaube, es ist angemessen, dass Ärztinnen und Ärzte auch diese Beratung machen. Und aus meiner Sicht ist es auch in Ordnung, wenn der Prozentansatz weiterhin bei 20% liegt. Daraus ergibt sich natürlich schon, liebe SPD, dass wir Ihren Änderungsantrag hier nicht mittragen werden. Und aus meiner Sicht ist es allerdings so, dass die Landesregierung sich Gedanken machen muss, wie man auf die größeren Herausforderungen mit eingeht. Wenn dieses Beratungsnetzwerk mehr Leistungen zur Verfügung stellt, dann ist auch die Frage, wie kann man dann die Finanzierung verbessern. Und ich möchte daran erinnern, und da haben wir ja eine gemeinsame Geschichte, die CDU und die FDP in den schwierigen finanziellen Situationen, als wir hier regieren durften, da ist das Geld noch nicht gesprudelt, wie es heute nun einmal sprudelt in den Haushalten. Da war die Frage, wo können wir mit Augenmaß auch Beiträge zur Konsolidierung des Haushalts erzielen. Und da war dieses Beratungsnetzwerk schon einmal im Fokus. Und da haben wir schon einmal mit Augenmaß überlegt, wie man denn dort die sicherlich gute Ausstattung anpassen kann. Und ich glaube, dass in der jetzigen Situation, wie wir sind, wir nicht, und das lesen wir aus dem Gesetz heraus, und das haben ja auch die Anzuhörenden bestätigt, dass hier zu einer weiteren Reduzierung der Finanzierung kommt, durch mehr Aufgaben, aber keiner besseren Ausstattung. Nur wenn das so ist und wenn die Anhörenden das so vorgetragen haben, dann muss man eben schauen, wie kann man auf diese Herausforderung entsprechend eingehen. Ich habe da jetzt auch keine Lösung parat, zu sagen, hier müssten wir jetzt 3,50 Euro mehr geben. Ich glaube, da muss man einfach noch einmal sehen, dass die Verwaltung vielleicht oder das Ministerium dort mit den Betroffenen noch einmal einen Ausgleich hinbekommen kann. Aber wir haben schon eine Einsparrunde hier in dem Bereich gemacht. Das ist uns nicht leicht gefallen. Und ich glaube, da sollten wir auch nicht noch einmal drangehen, sondern wir sollten zusehen, dass wir hier eine ausreichende Finanzierung auch hinbekommen. Der Änderungsantrag, den wir von der CDU und den GRÜNEN hier vorliegen haben, da geht es um eine Verwaltungsvereinfachung. Da sind Sie natürlich bei der FDP immer richtig aufgehoben. Da werden wir natürlich auch mitmachen. Allerdings reicht das aus meiner Sicht nicht, den Gesamtgesetzentwurf zuzustimmen. Aber wir haben ja auch noch eine Lesung. Also vielleicht werden wir noch klüger heute um 8 oder ein bisschen früher, wenn es so kommen sollte. Aber wie es jetzt aussieht, tendieren wir dazu, den Gesamtgesetzentwurf dann abzulehnen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich Frau Schott das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde die Debatte, die wir hier leider führen müssen, ziemlich traurig. Herr Rock hat eben versucht zu beschreiben, worüber wir reden. Und um es genau zu sagen, wir reden bei den Frauen, die sich in eine solche Beratung begeben, darum, ob ein Kind leben wird oder nicht. Das heißt, wir reden über Leben und Tod und die Beratung dazu. Und ich glaube, dass man an der Stelle natürlich immer auch, wie in allen anderen Stellen, über Haushaltsfragen nachdenken muss, aber dass sie ganz weit hinten zu stehen haben. Ganz vorne zu stehen hat die Qualität von Beratung und das Aufzeigen aller Möglichkeiten, die es für eine Frau in einer solchen Situation gibt, das Kind auszutragen und ihm ein würdevolles Leben zu geben oder das Kind eben nicht auszutragen und dann mit der belastenden Situation fertig zu werden, ohne selber Schaden davon zu tragen. Das ist die Aufgabenstellung. Die ist sehr komplex und die ist ausgesprochen schwierig und in jedem Fall immer wieder eine neue Herausforderung. Dem gerecht zu werden, braucht es gut ausgestattete Beratungsstellen mit Beraterinnen, die sich nicht über ihre eigene existenzielle Absicherung Sorgen machen müssen. Und dafür haben wir hier Verantwortung zu tragen.
Und wenn wir das tun, dann müssen wir die Finanzierung der Beratungsstellen auch so machen, dass die überwiegend Frauen, die dort arbeiten, dann auch, wenn sie mal nicht mehr arbeiten und in den Ruhestand gehen, gut versorgt sind. Und genau das beraten wir hier heute so leider nicht. Deshalb muss es geändert werden. Wir haben nicht nur dieses Problemfeld, dass nämlich die Erstattung der Kosten nicht ordentlich gemacht wird, sondern auch, dass wir die Beratung durch Ärzte in einem Ausmaß anerkennen, die der Sache nicht gerecht wird. Nicht, dass die Ärzte nicht gut beraten und nicht, dass sie nicht beraten sollen. Selbstverständlich sollen auch Ärzte beraten dürfen. Man muss nur schauen, ob man über die Genehmigung, über die Zuteilung zu solcher Beratung zu Ärzten die Beratungsstellenlandschaft derart schwächt, wie dieser Gesetzentwurf es tut. Und das genau sollten wir eben nicht tun. Deswegen lehnen wir das ab. Die Ärzte können und sollen beraten. Sie können es gerne on top tun. Die Anzahl der Beratungen bei Ärzten ist so gering, dass das dieses Land hier nicht umbringen wird. Und der nächste Punkt, den ich wirklich bezeichnend finde für die Debatte, ist die anonyme Geburt. Wir reden hier von maximal einer Handvoll oder zwei im Jahr. Wir reden von ganz wenig Fällen, Gott sei Dank. Aber wir reden davon, ob eine Frau es schafft, in eine Klinik zu gehen, um zu entbinden, oder ob sie es irgendwo im Wald, in einer Garage, zu Hause oder in der Badewanne alleine tut, ob sie und das Kind es überleben. Das sind so wenig Fälle, dass wir eigentlich über die Finanzierung einer solchen Beratung überhaupt nicht nachdenken müssen. Und dann denken wir aber darüber nach, nur dann, wenn es auch zu einem erfolgreichen, in Anführungszeichen, Abschluss kommt. Wenn aber im Laufe der Beratung die Frau zu dem Ergebnis kommt, eben nicht anonym zu entbinden, es anders zu machen, eine Lösung findet, die für sie und das Kind noch zuträglicher sind, dann wird die Beratung nicht erstattet. Was ist das denn für eine Debatte? Das ist doch komplett schräg. Und das Ganze bei vielleicht einem oder zwei oder drei oder fünf Fällen im Jahr, das kann nicht ernst sein. Und deshalb finde ich die Debatte, wie sie hier geführt wird, einfach nur traurig und diesem Land nicht würdig. Danke, Frau Schott. Für die Fraktion Die Grüne hat sich Frau Erfurth zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch ich möchte beginnen mit einem ausdrücklichen Dank an die Beraterinnen. Es sind überwiegend Frauen, die die schwierige Aufgabe der Schwangerschaftskonfliktberatung für uns in Hessen durchführen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und dann nimmt man immer viel mit nach Hause. Das haben, glaube ich, alle Rednerinnen und Redner so gesagt. Und da ist ausdrücklich unser Dank angesagt. Frau Schott, wenn Sie hier sagen, das sei nur traurig, wie das hier behandelt wird, dann muss ich das mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Gerade der Punkt vertrauliche Geburt ist bei den Trägern und bei den Anzuhörenden positiv gewertet worden. Vertrauliche Geburt ist ganz neu, ist ein neues Rechtsgebiet. Das Gesetz gibt es auf Bundesebene erst seit Mai 2014. Und wir haben erstmals in diesem Gesetz einen Kostenerstattungsanspruch gemeinsam mit den Trägern entwickelt, wo überhaupt erst einmal geregelt ist, was gibt es denn für einen Fall, wenn eben eine vertrauliche Geburt stattfindet. Wie könnt ihr das abrechnen? Wie machen wir das? Und das ist jetzt sozusagen der Bereich, an dem wir uns jetzt vortasten und wo geguckt wird, wie es eigentlich funktionieren kann. Das ist sehr positiv gewürdigt worden, dass wir dieses Konfliktfeld aufmachen und auch hier sicherstellen, dass vertrauliche Geburt auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung abgerechnet werden kann. Und ich gebe Ihnen sehr recht, es ist gut und richtig, dass rechtssichere Räume eröffnet werden, indem eine Frau, die nicht weiß, ob sie in ein Krankenhaus gehen kann, die ihre Anonymität nicht preisgeben will, dass die in einem sicheren Rahmen das Kind zur Welt bringen kann und dass das Kind auch später die Möglichkeit hat, alles über seine Herkunft zu erfahren. Es ist gut, dass wir das regeln. Und im Sinne der Träger
Auch das haben die Träger durchaus anerkannt und gelobt, verstetigen wir das Auswahlverfahren. Nur noch alle 3 Jahre, weniger Bürokratie, auch da entlasten wir. Und der Gesetzentwurf und der Änderungsantrag, den Frau Ravensburg Ihnen hier vorgestellt hat, greift das ja noch einmal weiterhin auf. Wir wollen damit auch hier zusätzlich Erleichterung bei der Bürokratie verschaffen. Und ich glaube, das ist auch richtig und wichtig. Sie haben, darauf rekurrieren die Anträge der SPD und auch die Beiträge von FDP und LINKEN, 2 Punkte aufgegriffen, wo die Träger aus ihrer Sicht natürlich völlig zu Recht sagen, wir hätten gerne ein bisschen, wir hätten gerne mehr Geld für unsere anspruchsvolle Arbeit, und wir hätten gerne weniger Konkurrenz. Das sind ja die beiden Aussagen, die darin stecken. Und es ist ja auch nicht verwerflich, zu sagen, wir machen eine schwierige und umfangreiche Beratung in den Beratungsstellen, und wir möchten gerne, dass für diese wichtige Aufgabe die Förderpauschale angehoben wird. Insgesamt wurde die Förderpauschale und die pauschalierte Ermittlung für die Beratungsstellen aber nicht infrage gestellt. Was passiert ist, es wurde gesagt, dass dieser Mix, den wir haben, nämlich eine Beraterin, die wir zu 80% mit ihrem Jahresgehalt anrechnen, in der Stufe 10, zweithöchste Erfahrungsstufe, plus 10% eines Jahresentgelts einer Juristin, Entgeltstufe 14, auch zweithöchste Erfahrungsstufe, plus 25% einer Sekretariatskraft, auch in der Entgeltstufe 9, auch in der zweithöchsten Erfahrungsstufe, dass dieser Fördermix nicht gesetzeskonform sei. So wurde es vorgetragen von den Trägern. Und meine Frage, wie es denn in anderen Ländern passiert, die konnte so nicht beantwortet werden, weil auch das gehört dazu. Wir haben bundesweit die 5. höchste Förderquote. Und von daher kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass sozusagen andere Länder, die weit weniger an Förderquote zahlen, sich gesetzeskonformer verhalten als wir. Und Ihr Antrag, Frau Gnadl, zieht ja darauf, zu sagen, wir wollen jetzt die Beraterin in einem höheren Prozentsatz gewichten, und die Sekretariatskraft, die lassen wir einmal außen vor, die muss on top außerhalb des Fördermixes gezahlt werden. Das kann man vertreten. Aber wenn Sie das so wollen, dann frage ich mich, wo ist der Finanzierungsantrag dazu? Das würde ja in der Folge bedeuten, dass pro Beratungsstelle etwas mehr als 9.000 € zusätzlich gezahlt werden müssen. Wir haben 154 Beratungsstellen in Hessen. Also das sind 1,3 Millionen. Da habe ich jetzt keine Aussage gehört, wie Sie das finanzieren wollen. Natürlich müssen wir unsere Aufgaben alle finanzieren, und wir müssen aber auch schauen, wo kommt das Geld her. Da habe ich jetzt leider nicht zugehört. Und wir haben uns in der Abwägung dazu entschieden, dass wir dieses wichtige Feld weiter im Auge behalten müssen, aber in dieser Runde es so nicht finanzieren können. Und das ist die Wahrheit, und deshalb werden wir auch den Änderungswünschen der SPD an diesem Punkt hier nicht zustimmen. Sie haben weiterhin beantragt, die Zahl der Ärztestellen weniger stark anzurechnen. Uns ist es wichtig, auch einen Mix zu haben, freie Träger und auch Ärztinnen und Ärzte, weil es gibt auch eine Klientel von Frauen, die nicht zu einem freien Träger wollen oder nicht zu einem Träger wollen, sondern die auch die Beratung bei einem Arzt vorziehen. Es ist uns aber auch wichtig, diese Anzahl der Ärztinnen und Ärzte zu deckeln, damit eben die freien Träger für die Aufgabe, die sie für uns alle vornehmen, auch den nötigen Raum haben. Und deshalb ist dieser Deckel eingezogen von 20%. Und jetzt wird beantragt, diesen Deckel zu halbieren. Wenn wir uns diese Grenze einmal anschauen, dann müssen wir Folgendes feststellen. Die 20%-Grenze, die wir in Hessen haben, wird nicht erreicht. Wir sind bei 17%. 17% Ärzte. Und derzeit liegt die Ausstattung mit Beratungsstellen über dem Schlüssel von 1 zu 40.000 Einwohnern. Wir haben also etwas mehr Beratungsstellen. Das haben wir auch in der Koalition besprochen. Das wollen wir politisch. Wir müssten nach diesem Schlüssel 152,3 Beratungsstellen vorhalten.
Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir bei den 154,4 Stellen bleiben. Wir haben also eine kleine Anzahl mehr an Beratungsstellen. Wir liegen also über dem Schwellenwert. Dann muss man drittens dazu wissen, es gibt eine Häufung von Arztstellen im Großraum Frankfurt. Und nun ist es aber nicht so, dass deshalb die ratsuchenden Frauen im Großraum Frankfurt auf eine Beratung durch einen freien Träger verzichten müssen. Wir haben uns das sehr genau angesehen und haben versucht herauszufinden, wo sind denn die tatsächlichen Punkte, wo es auch schwierig wird, für eine ratsuchende Frau einen freien Träger zu finden. Das ist aber nicht so. Sie finden im Großraum Frankfurt trotz allem auch immer freie Träger, bei der eine ratsuchende Frau auch eine Schwangerschaftskonfliktberatung vornehmen soll. Und der Vorschlag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, die Arztstellen jetzt mal eben um die Hälfte zu reduzieren, die wird dem allen nicht gerecht. Und es fehlt mir auch hier die Aussage, wo kommt das Geld am langen Ende her? Wo sollen die Ausgaben finanziert werden, wenn Sie mal ebenso auf einen Federstrich sagen, wir reduzieren jetzt die Anzahl der Beratungsstellen? Sie sehen, wir haben uns durchaus sorgfältig mit all diesen Problemen auseinandergesetzt und haben die Argumente vor uns zurückgewägt. Wir können nach dem Abschluss unserer Beratungen nur sagen, die Anträge der SPD sind durchaus erwägenswert. Wir haben sie auch überlegt, ob wir daran mitarbeiten können. Aber am langen Ende sind wir dazu gekommen, dass wir diese Anträge nicht unterstützen können. Wir hoffen, wir können Sie auch noch überzeugen, dass wir auch ohne diese beiden Punkte ein gutes und wegweisendes Schwangerschaftskonfliktgesetz hier in Hessen haben werden. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurth. Ich erteile Staatsminister Grüttner das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich will seitens der Landesregierung mich den Dank an all diejenigen, die an dem schwierigen Feld der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig sind, anschließen. Das ist keine einfache Aufgabe, weil sie neben der reinen sachlichen Kenntnis und Materie immer auch in einem hohen Maße mit Emotionalität verbunden ist. Das macht die Aufgabe sicherlich nicht einfach. Wir haben gerade eben schon gehört durch die Rednerinnen aus den Regierungsfraktionen, wie die Rahmenbedingungen sind im Hinblick auf die Fragestellungen, wie viele Beratungsstellen wir in Hessen gesetzlich haben müssten, wie viele wir vorhalten und wie letztendlich auch die Fragestellung der Verteilung und der Finanzierung sich darstellt. Ich will an dem Punkt schon noch einmal sagen, wir sind dort natürlich auch bestätigt durch entsprechende rechtliche und gerichtliche Entscheidungen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ausdrücklich betont, dass man eine Vollförderung nicht fordern könnte und aus sehr einleuchtenden Gründen einen spürbaren Eigenanteil in Höhe von 20% für rechtmäßig erklärt. Im Übrigen will ich an dieser Stelle sagen, dass die Eigenanteile, die in anderen Bundesländern erhoben werden, über den 20% liegen, die wir in Hessen erheben. Und gleichzeitig mit den 70.000 € pro Beratungsstelle, die im nächsten Jahr zur Verfügung stehen, einen Beitrag leisten, der in der Spitzengruppe ist. Und das, was Frau Erfurth eben auch dargestellt hat, und das ist ja eine Frage, die auch in der Anhörung irgendwo nicht deutlich geworden ist, wieso ein Trägerverband, der eine Beratungsstelle in Rheinland-Pfalz betreibt, und der gleiche Trägerverband eine Beratungsstelle in Hessen betreibt, sagt, in Hessen ist er nicht auskömmlich finanziert, in Rheinland-Pfalz ist er auskömmlich finanziert, aber er bekommt in Rheinland-Pfalz weniger Mittel zur Verfügung gestellt. Das ist eine Logik, die sich nicht so hundertprozentig nachvollziehen lassen kann, insbesondere wenn es sich um die gleichen Trägerstrukturen handelt. Und wir haben gerade eben noch einmal sehr deutlich gehört, dass die Fragestellung des Mixes in der Fragestellung nicht nur in der Frage von jemandem, der in dem Bereich der reinen Beratungstätigkeit, sondern in dem Mix von Juristinnen, Beratungstätigkeit, einschlägigen Erfahrungen, die notwendig sind, bis hin zu Verwaltungstätigkeiten, immer die Entgeltstufe angenommen worden ist, die im obersten Bereich ist und nicht im unteren Bereich, im untersten Bereich ist. Und dass an dieser Stelle in Frage der Nachprüfbarkeit
durch das Regierungspräsidium Kassel auch nicht geschaut wird, ist jetzt eine Mitarbeiterin tatsächlich dort eingruppiert, oder ist es, weil es eine neue Mitarbeiterin ist, möglicherweise in einer geringeren Entgeltgruppe eingeführt? Sondern die Pauschale dient dazu, genau an dieser Stelle den Trägern auch eine entsprechende Flexibilität zu ermöglichen. Deswegen will ich an zwei Stellen noch einmal eingehen, weil ich finde, dass man an dem Punkt auch schon etwas differenzierter noch argumentieren muss. Das Schwangerschaftskonfliktgesetz fordert ein plurales Angebot. Und durch den Punkt, dass 20% der Beratungsstellen durch Ärzte vorgehalten werden, kommen wir dieser Forderung eines pluralen Beratungsangebotes nach. Und ich will sehr deutlich sagen, dass wir in Hessen durchaus auch stolz darauf sein können, dass wir nach wie vor Ärztinnen und Ärzte haben, die diese Pluralität sicherstellen und sich zur Verfügung stellen. Und man muss an der Stelle schon sagen, wenn ein Arzt eine Schwangerschaftskonfliktberatung durchführen will, dann ist auch von dem Arzt ein besonderes Engagement gefordert. Er muss oder sie muss das wollen. Es ist erforderliche Kenntnisse über psychosoziale Zusammenhänge und psychotherapeutische Versorgung nachzuweisen. Es ist alle drei Jahre eine besondere Schulung nachzuweisen. Und letztendlich muss man als Arzt oder Ärztin bereit sein, sich natürlich mit den Problemen von Schwangerschaftskonflikten auseinanderzusetzen. Und jetzt muss man einfach einmal zuhören. Dafür wird eine Pauschale von 59,90 Euro gewährt. Wer der Überzeugung ist, dass Ärztinnen und Ärzte sich wegen der Pauschale von 59,90 Euro im Bereich der Schwangerschaftskonfliktberatung mit all den Schwierigkeiten, die vorhanden sind, begibt, um ein Einkommen zu erzielen, der liegt fern. Sondern es ist eine Einstellung auch von Medizinerinnen und Medizinern, an dieser Stelle ein Beratungsangebot vorzuhalten und Menschen, die sich in Konfliktsituationen zu machen. Wenn Sie die Fragestellung von 10% auf 20% all dieses jetzt noch einmal in den SPD-Anträgen, muss ich nicht wiederholen, darstellen, haben Sie halt auch die Fragestellung des Vergütungsmixes, den wir eingeführt haben, möglicherweise nicht bis zum Ende durchdrungen. Ich will an einer Stelle noch auf einen Punkt eingehen. Wir haben ja, was die Antragsfrist ist, erleichtert, auch entbürokratisiert. Ich will auf einen Punkt noch eingehen, der in der Anhörung auch immer eine Rolle gespielt hat. Und da meine ich, muss man auch darüber nachdenken. Es wurde ja vorgetragen, dass über die reine Schwangerschaftskonfliktberatung viele Fragestellungen auch noch mit einer Rolle spielen. Also die Fragestellung, wie verhält es sich zur Jugendhilfe? Wie verhält es sich zum SGB-II-Bezug? Wie hält es sich zu anderen Sozialleistungsträgern und anderen Bereichen? Natürlich sind solche Fragen durchaus auch berechtigt. Ich denke, nur in der Konzentration und bei der Fragestellung der Schwangerschaftskonfliktberatung müssen diejenigen, die an dieser Stelle beraten, sehr genau aufpassen, auch zu ihrem eigenen Schutz, ob sie auch nicht auf Expertisen verweisen müssen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von kommunalen Gebietskörperschaften, von Versorgungsämtern oder anderen Bereichen, die eine spezielle Ausbildung auch in der Beratung in diesen Fragestellungen haben. Dass das nie auszuschließen ist, dass eine solche Frage gestellt wird, ist vollkommen klar. Aber man darf sie sich nicht als eigenen Beratungsbestandteil zu eigen machen innerhalb einer Schwangerschaftskonfliktberatung, weil man an dieser Stelle sehr leicht in die Gefahr steht, schlicht und einfach selbst auch in eine Situation hineinzukommen, möglicherweise nicht alle Dinge genau durchblicken zu können. Das ist dann auch der Schutz des eigenen Mitarbeiters oder der eigenen Mitarbeiterin in einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, der an dieser Stelle da ist. Und deswegen ist es sicherlich richtig, dass wir an dem Punkt aufpassen müssen, dass man sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentriert. Das Land Hessen erfüllt seine Aufgabe zum Wohle der beratungssuchenden Frauen und hat die Interessen aller Beteiligten, so wie ich meine, gut im Blick. Ich bitte also erneut um Zustimmung zu diesem Gesetz.
Danke, Herr Grüttner. Es ist die dritte Lesung beantragt. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf und die zwei Änderungsanträge von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einerseits und der SPD andererseits in den Sozialausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung.